bin Andreas Auerbach, der Vertriebsvorstand der NVM-Gruppe. Anfang des Jahres sahen wir uns mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und das war nicht nur die Fortführung aller Vertriebs- und Projektaktivitäten aus dem Smart Office heraus, sondern ebenso die Rückvermarktung von Strom- und Gasmengen unserer Industriekunden, die vom Lockdown betroffen waren. Abgesehen davon ist unser Geschäft aber erstaunlich stabil gelaufen. Im Endeffekt haben wir dieses Jahr gut gemeistert und sind sehr stolz, dass wir ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden sein konnten.